Hallo zusammen aus Dubai. Ich habe heute Morgen schon früh eine Proberunde gespielt, kurz nach 8 abgeschlagen. Das ist immer einer meiner Lieblingsplätze hier. Gerade morgens früh, wenn das Gras frisch gemäht ist hier, ist alles ziemlich perfekt geschnitten. Die Fairway ist perfekt geschnitten, die Grüns, keine Pitchmarke morgens drauf, keine Spike-Marke rollen, wirklich sensationell hier. Ja, wie gesagt, mir macht der Platz viel Spaß. Das ist, glaube ich, ein sehr fairer Platz, wo wirklich gute Schläge belohnt werden. Und schlechte Schläge werden hier sehr bestraft, weil das Raff ist schon relativ hoch. Also man muss auf jeden Fall die Fairways treffen. Das ist schon relativ wichtig, weil die Grüns auch gut verteidigt sind, oft durch relativ tiefe Bunker, ab und zu auch durch Wasser. Aber wenn man am Fairway liegt, hat man auch nicht so lange Schlägereien. Deswegen kann man sich dann halt auch gute Birdie-Chancen erarbeiten. Und dann denke ich, die Schlüssellöcher auf dem Platz hier sind auf jeden Fall die Par-5s. Die Par-5s sind alle ganz gut erreichbar, aber gerade auf den zweiten und die 2, 13 und 18 sind doch sehr tricky. Da gibt es auch verschiedene Taktiken, wie man die spielt. Also ich denke, das werden die Schlüssellöcher sein, dass man da dann die Birdies macht.